Willkommen zu einem neuen Video und ihr habt es richtig gesehen, es ist Unphasmophobia und zwar spielen wir mit Lara wieder Phasmophobia und die hat etwas für euch vorbereitet. Wunderschön. Egal, den wirst du wieder reinkriegen. Ich guck mal, so lange ist das her. Ja, schreib mir die Kommentare, wie lange es her ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf der Gamescom ganz viele Gnus live getroffen, die mir gesagt haben, bitte, gib Phasmo noch eine Chance, grinde es, suchte es. Es wird cooler, wenn die neuen Gegenstände da sind und wir geupgradet sind. Deswegen dachte ich mir, holen wir doch einmal Lara dazu, damit ich ein bisschen aufleveln kann und sie auch alte Zeiten, ein bisschen Nostalgie. Und auf alte Zeiten. Dann höre ich mal auf euren Rat und bin auch ready für Kommentare und freue mich. Unten in der Beschreibung wie immer Lara verlinkt. Und dann starten wir mal ganz gemütlich rein. Richtig so. Bock, Alter. Ich erkläre dir mal kurz alles. Das hier ist eine Kamera, also die normale Videokamera, wie Sie kennen. Das sieht richtig crappy aus. Ich fühle mich richtig noobig wieder. Ach nein. Wir waren so hoch im Level und hatten so viel Kohle und jetzt haben wir gar nichts. Egal, wir schaffen das. Nach jedem Fall gibt es wieder ein Hoch. Das sind die Dots, dieser Stift. Tatsächlich. Das sind die Dots? Ja, nimm mal. Machen wir die so, wie Laserpointer, machen wir so kleine Dots auf dem Boden genau, oder was? Genau, ganz genau. Ach so. Immerhin sind es mehrere. Genau. Hey, das finde ich aber cool, dass man das jetzt manuell macht und nicht so dumm im Van steht und guckt, ob er durch die Dots läuft. Du kannst es auch hinschmeißen, dann sieht man es auch. Genau, die Taschenlampe musst du unbedingt nehmen. Ja. Dann haben wir einmal das Buch, einmal Knicklichti. Die Fernbedienung, also beziehungsweise die Temperatur ist tatsächlich das jetzt erstmal nur leider das, ja. Das heißt, das ist so ein Thermometer, was man bei Fieber im Popo steckt. Genau das. Wir stecken es nicht in den Popo, sondern wir legen es einfach dann hin und gucken, was rauskommt. Hier haben wir die Geisterbox. Wir stecken den Geist in den Popo. Das können wir machen, das ist so, wie das Thermometer in der Luft fliegt. Hier haben wir einmal Geisterbox und hier haben wir EMF. Das würde ich mal einfach nehmen. Okay, dann nehme ich the box and the dots. Sehr nice. Und dann würde ich sagen... Ih, meine Hand ist voll krüppelig! Was ist das denn? Sieht das aber nicht auch so krüppelig aus? Findest du? Ja, nein! Siehst du das? Ja. Warte mal. Nee, warte mal. Oh. Ich sehe das nur, weil ich... Oder, sieht die bei dir auch so krüppelig aus? Nö. Im Stream? Warte mal, ich guck mal. Ich habe jetzt gerade mein Thermometer in der Hand. Hä? Lol. Weil ich meinen Monitor auf 21:9 habe. Das sieht man gar nicht im Stream. Ich sehe das. Ich muss dir ein Foto schicken. Das ist ja mega witzig. Ja, schick mal, zeig es den Leuten. Das sieht richtig. Du hältst dein Stift auch sehr interessant. Das sieht man im Stream leider nicht. Hier, warte. Foto Inc. Hier, WhatsApp. Looky. Das zeigst du aber meiner Community. Wait a minute. So. Sieht richtig, als ob es so eine gebrochene Hand wäre, ja. Why? Warte. Hä? Die fliegt ja. Warte mal. Ich zeig's gerade den Leuten. Ich kann es auch so zeigen. Ja. Witzig. Na, die fliegt nicht. Das sieht aus, als ob der Handballen das Handgelenk so gebrochen wäre. So. Ja. Du warst so lange nicht mehr da. Da passiert sowas schon mal. Weil sie gebrochen ist, oder was, jetzt? Ja, genau. Nee. Ich glaube, das ist ja nur die Audio vom Spiel, genau. Oh nee, ist auch deine. Reta? Ja, passt. Okay. Tanglewood Drive. Lassen Sie uns reintangeln. Boah, das ruckelt ja voll bei mir. Früher hat Phasmo nie geleckt, jetzt leckt es. Oh. Okay. Hallo, ich bin wieder da! Oh, der Geist ist weg. Du hast doch gerade keine Haare auf dem Kopf gehabt. Oh mein Gott, ist das am Arsch. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt denn der Geist? Ich weiß es nicht. Warte, kann man auch gucken, wo Strom ist? Ich guck mal eben. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich muss kurz anmerken, ich bin heute etwas überdreht. Ist okay. Das ist in Ordnung. Strom ist... Gib uns ein Zeichen. Keller, aber ich komme, warte. Wie heißt denn der Geist? Steht das da irgendwo? Müsste im Journal stehen. Gib uns ein Zeichen.
Nee, tut sich gar nichts. Oh Gott! Was ist los? Irgendwie hat sich meine Kamera komplett verdreht. Also ich habe heute ist ADHS hart am Start. Ist überhaupt nicht schlimm. Ist ein bisschen verrückt und laut. Ach, doch, alles gut. Ganz schlimm. Ach, Quatsch, finde ich nicht. Vor allem, ich war heute im Synchronstudio und hab für ein Spiel synchronisiert. Und die Aufnahmen macht, übers Mikrofon, also ich höre die nur über meinen Kopfhörer, die ist auch immer so überdreht wie ich. Das ist so geil. Echt? Und dann sind wir beide so, okay, nächster Take! So richtig so am Rumschwacken oder so. So, Mann, dieser Scheiße, warum funktioniert das denn nicht? Wahrscheinlich. Und dann so richtig dumm. Wahrscheinlich ist der Charakter. Die anderen, die dabei sind. Wahrscheinlich ist der Charakter so richtig ruhig eigentlich und redet jetzt wie so eine Gestörte die ganze Zeit. Es wird einfach so richtig so, als ob man die 5 Minuten hat, das aber irgendwie 2 Stunden am Stück. Und die anderen, die mit uns im Voice sind oder mit dabei sind, die kriegen schon immer voll die Krise. Da ist er wieder voll am Durchdrehen hier. Geil. In der Irrenanstalt. Ach, Lara. Lara Loft, gib uns ein Zeichen. Wir haben noch nichts gefunden, ne? Gib uns ein Zeichen. Alex Sherman, gib uns ein Zeichen. Hörst du irgendwas? Diese Taschenlampe, man sieht halt nichts. Schon ein bisschen gruselig. Ich mach jetzt mal hier den Strom an. Ja. Gib uns ein Zeichen. Wo ist denn das? Die sind auch so schwer zu finden immer, finde ich, mittlerweile. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen! Mr. Sherman. Ah, hier, ich mach mal so. Ah, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gehen. Oh, hier ist Licht an, oder war ich das? Ah, hier müsste er sein, hier ist Licht an. Hast du das Licht angemacht? Ich hab kein Licht angemacht. Nee, das war ich. Oder? Gib uns ein Zeichen! Ich hole mal kurz die Kamera, aber dann sehe ich nämlich die Herbs. Okay, Sanity geht eigentlich noch, okay. Wir müssen aufpassen. Oh, Hilfe. So. Sanity, when the morning comes in the dawn. Er hat ein bisschen was gemacht. Könnte auch ein schüchterner Geist sein, ne? Kann ich deine Lautstärke nochmal hier einstellen oder geht das nur in der Lobby? Doch, kannst du. Du gehst einfach auf Escape und dann siehst du meine Lautstärke. Ich seh dich nicht. Escape und dann auf Pausenmenü. Ja, und dann? Optionen? Da ist. Nö, auf meiner Karte. Ach, da. Oh, hier eine Tür. Oh. Hier, er schmeißt dir Sachen. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo war das? Sollen wir gehen? Hier, ich hab Ausschlag hier. Was liegt denn er ist hier drin, er ist hier drin. Das ist meine Kamera, genau. Er ist hier drin. Gib uns ein Zeichen. Ach, da ist ein, da liegt auch was, ne? Hier ein Kiefer. Oh. Ah, hier, er ist hier drin. Gib uns ein Zeichen. Er hat hier Licht angemacht. Bist du hier? Wie alt bist du? Stell kurz mal die Kamera hier hin. Gib uns ein Zeichen. So. Guck mal, ich mach hier so Dots. Ich mach mal Licht aus. So, und jetzt sollte der durch meine Dots laufen, oder wie? Oh Gott, das ist so schlimm. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich stell mal die Kamera hier auf, weil. Ups. Ich glaube, dass der auf jeden Fall hier ist. Stellen wir die mal hier hin. Ah. Wo ging jetzt hier eine Tür auf? Ich glaube, die gerade, wo wir sind, ne? Hast du Fingerabdrücke dabei? Oh, welche war das? Gib uns ein Zeichen. Das war hier hinten. Hä? Ah, hier. Hä? Das ist so komisch. Sicher? Hier? Ja. Drin? Gib uns ein Zeichen. Da ist er im Flur, oder? Hier ist die Spieluhr. Oh. Was mach mal. Nochmal? Die holt den. Das ist ja, ein Foto, ne? Ja, das machen wir am Ende. Finger weg. So, wo war das jetzt? Hier, da ne? Wieder. Da ist er im Flur, oder? Weiß ich nicht. Oh.
Wo war das? Hier. Ich glaube, der fummelt so viel rum. Ich glaube echt, dass der ein Grabby ist. Deswegen bist du auch Level 6. Der sagt gleich, please! Das war so schrecklich. Ich habe das meinem Freund erzählt, der fand es so furchtbar. Wir lachen bis heute. Wir lachen bis heute drüber und haben den Insider mit please. Mittlerweile kann man das eigentlich erzählen, oder? Warum ist ja, aber lieber nicht in meiner Aufnahme, mach das danach. Okay. Das kriegen ja die Leute im Stream exklusiv mit, deswegen folgt uns auf Twitch. Oh mein Gott. Das müssen wir wirklich, machen. Ja. Gib uns ein Zeichen. Guck, ob der irgendwas angefummelt hat. Das ist zu pervers, wenn man das in deiner Aufnahme... Nee, aber es ist immer gut, wenn man es nicht in Streams hat. Gib uns, nicht in Videos, gib uns ein Zeichen. Ich glaube, er ist im Flur. Gib uns ein Zeichen. Was sagt denn das kleine... Oh Gott, was war das? Wie heißt du? Alex Sherman. Kannst du mal die Dots hier hinschmeißen, dass die hier auf dem Boden liegen? Mach du mal die Box, vielleicht funktioniert mein Mikro auch wieder nicht oder so. Ich hole mal irgendwas anderes. Bist du hier? Wo bist du? Okay, ich habe Geisterbox. Ich habe Geisterbox. Er ist im Kinderzimmer. Komme. Moment, tragen wir das mal ein. Es war auf jeden Fall eine Geisterbox. Dann, wo die Tür mal geht. Genau, also wir müssen jetzt ganz schnell die Kameras und die Dots da reinbringen. Aber ich habe Angst, der gleich huntet, deswegen... Let's go. Schreib in deinen Notizblock. Oh, wir haben auch Gefrier. Aber Gefrier heißt mittlerweile... Also Atem heißt mittlerweile nicht zwangsläufig, dass es Gefrier sein muss. Schreib in das Buch. Hier ist so ein Laser jetzt, ne? Nichts Laser. Genau, ich muss kurz die Dots noch reinschmeißen. Was ist mit Gefrier was? Gefrier heißt nicht mehr automatisch, lass mal schnell raus, dass es jetzt dass es Gefriertemperaturen sind. Der Atem heißt nicht mehr. Wir müssen wirklich auf unser Thermometer schauen, ja. Hella, wie doof. Warum denn das? Ja. Also, ich meine, hat man nicht bei Atem automatisch Gefriertemperatur? Nee, naja, tatsächlich oft nicht. Jedenfalls haben wir Box, ja. Oh. Ja. Hat sich bewegt. Was war das? Das war Bewegungssensor. Ach, mein Lichtsensor ist jetzt auch gleichzeitig Bewegungssensor. Mhm. Oder was? Genau. Wir müssen eigentlich noch unser Notizbuch. Hast du es reingeschmissen? Ja. Gut. Aber das bleibt ja auch nicht lange bestehen, ne? Es hat echt schwer ohne Sanity-Pillen, ne? Mhm. Eigentlich müsste ich dich leider jetzt echt die ohne mich reinschmeißen. Wenn ich mit reinkomme, handelt der. Ich habe die Fotokamera, ne? Ja, das ist mit Absicht ignoriert, was ich gesagt habe. Du hast auch nicht... Was? Ich glaube, wenn ich jetzt mit reingehandelt, der halt sofort. Ich glaube, die Chance, die wir noch haben... Aber warum denn? Du hast doch nicht viel weniger als ich. Aber unter 40 handelt der. Das, also deswegen, wenn du kurz die Geister, also dieses EMF nimmst, einfach kurz reingehst und guckst, ob der auf 5 ausschlägt, schaust, wie die Temperatur ist, haben wir schon voll viel. Temperatur? Mhm. Ich dachte, das ist jetzt EMF. Warte mal, also, ist das jetzt EMF oder was? Genau, das ist EMF. Temperatur habe ich auf den Boden gelegt. Gleich, wenn du reinkommst, liegt da das Thermometer. Da kannst du gleich am Boden kurz dich hinsetzen, gucken, ob es Minusgrade sind und parallel hier dieses EMF einfach anlassen. Genau. Das heißt, ich muss jetzt gucken, ob er auf 4 oder 5 schlägt. Ja. Oh mein Gott. Mit den Pünktchen was einfacher. Du schaffst das. Ich hoffe, dass der überhaupt hier drin ist, aber er müsste. Oh. Gesehen, okay, hey, der huntet jetzt halt nicht so und dann sehe ich, wie du noch so schreist.
Oh Gott, ey. Also, werde Zeuge eines Geisterhackes, haben wir schon mal abgehakt. Oh, sehr schön. Ich hätte ein schönes Foto machen können, aber ich habe diesen Schiss gehabt. Okay, weißt du was, wir gehen, weil wir haben jetzt gleich viel Sanity, wir gehen jetzt zusammen rein. Ich gucke kurz nach Fingerabdrücken, wenn der huntet. Wenn wir jetzt, ich zeige dir, in welchen Schrank wir gehen. Komm mal kurz mit. Hier frontal in diesem Flur ist rechts ein Schrank. Weißt du noch? Nein. Hier gerade im Flur rechts ist doch ein Schrank, ein Kleiderschrank. Ach so, da können wir uns verstecken. Da gehen wir rein, ja. Ich guck sonst kurz, ob vielleicht der hier auch noch sonst möglich ist. Aber ich glaube, wir gehen hier rein. Guck mal, wir können hier rein, der ist offen. Wir gehen hier rein dann. Mhm. Okay. Aber wir machen jetzt nicht die Nee, Fingerabdrücke hat er nicht. Hast du es eben F? Ja, ich schmeiß rein. Wir haben Gefriertemperaturen. Das auf jeden Fall Gefrier. Lass das mal schlägt auf nicht ganz viel. Lass schnell rausgehen! Ist nur ein Event. ist nur ein Event. Aber wir haben ja jetzt Gefriertemperatur. Oh Gott, ich dachte gerade, ich kann ein Foto machen. Oh, stimmt. Ich hätte ja ein Foto machen können. Aber dafür haben wir die Spielbox. Ja. Was nachher sicher machen. Wir haben, genau, wir haben nur noch Gefrier- und Geisterbox. Jetzt können wir es ausschließen. Sag mir mal die Geister, die da unten stehen. Moroi. Ein Moroi, da fehlt uns noch Geisterbuch. Ist ja drin. Onryo. Ein Oreo-Keks, da fehlt uns nur noch Geisterorb. Zwillinge. Zwillinge wäre noch eben F Level 5. Oder Mimik. Und Mimik wäre ultraviolett. Also quasi. Ah, okay, wenn es Mimik sein kann, müssen wir gucken, wenn es jetzt Orbs gibt, dass wir auf jeden Fall die Fingerabdrücke ausschließen. Das heißt, Fingerabdrücke habe ich, Buch ist drin. EMF habe ich. EMF hast du. Und was war es noch? Orbs. Genau, Orbs, genau. Okay, kleiner Tipp, ein Step, immer Strom aktivieren und dann immer Licht anschalten, wo ihr euch befindet. So schont ihr eure Sanity, das ist sehr gut. Okay, wir gehen rein. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, fuck. Okay. Hier ist das Buch. Ach, das liegt. Ah, nee, warte mal. Wo ist das Buch? Ist es mit F platziert? Das liegt da. Schreib in das Buch. Das war noch nicht mit F platziert, weil dann guckt er nämlich nicht. Dann bringt es nichts. Ach so. Aber ist nicht schlimm. Du bist ein Ohrschloch. Sagt er selber. So, wir machen nochmal Dots auch hier hin. Vielleicht sehen wir sowas. Also, Gefrier haben wir. Fingerabdrücke. Gib uns ein Zeichen. Fass mal was an, Bro. Gib uns ein Zeichen. Digga, fass an. Hast du EMF vielleicht parat? Falls ja, hab ich hingeschmissen. Gib uns ein Zeichen. Also, vielleicht ist er gewandert? Okay, lass mal kurz rausgehen. Komm mal mit. Gucken mal kurz. wir gehen mal kurz in den Van und gucken, ob wir... Oh, meine Sanity. Und deine ist noch... So, gucken, ob wir hier vielleicht Glück haben mit Orbs. Aber ich glaube nicht. Wandert der bei fortgeschritten schon? Mach mal deine Taschenlampe aus. Ah ja, besser. Weiß ich nicht, kann schon passieren, oder nicht? War das nicht so? Schwierig. Dots können es ja auch nicht mehr sein, ne? Nee, also ich glaube, es könnte tatsächlich Fingerabdrücke oder eben F sein, weil er auch so viel antatscht und schmeißt. Aber Notizbuch haben wir halt jetzt erst hingelegt. Das heißt, könnte es halt auch noch sein. Das heißt, einmal kurz rein müssten wir schon noch, um das zu checken. Aber jetzt warten wir mal kurz. Okay. Dann die Fotokamera hast du ja noch. Hast du die Geisterbox, Geisteruhr, hast du die fotografiert, die Spieluhr? Nein. Okay. Das machen wir dann auch gleich. Okay. Spielen wir Freitag nochmal. Ja. Geil. Was machen? Freitag, warte mal, Freitag.
Ja, später könnte ich. Geil, ab 20 Uhr wieder? Vielleicht ja, ab 21 Uhr. Ich habe um 18.30 Uhr einen Friseurtermin, aber der dauert eigentlich nur eine Stunde. Ja, easy. Kann man auch 21 Uhr machen. Zu Hause. Passt. Ja, geil. Geil. Nice. Geil, Open Nein. End. Open End! Okay, also ich glaub Orb sind es nicht. Ganz ehrlich. Ich hoffe halt, dass er noch nicht gewechselt hat. Wir gehen jetzt nochmal zusammen rein. Eigentlich weiß, was wir machen können. Wenn es keine Orb sind. Ja. Warte mal. Wenn es keine Orbs. Nee, doch. Hä? Ach, ich weiß auch nicht. Egal. Genau, einfach durchstreichen, du drückst zweimal drauf. Meinst du, es sind safe keine Orbs? Ich glaube ja. Aber, weißt du, was wir machen? Wir rennen jetzt in den Flur, verstecken uns in den Schrank, bis er huntet und dann gehen wir nochmal rein und gucken, weil dann hat er eh gehuntet. Aber dann müssen dann. Warte mal, wer hatte denn noch Orbs? Bei irgendeinem Geist waren noch zusätzliche Orbs. Stimmt, ich muss mit Rechtsklick schütteln, ne? Sonst sehe ich ja gar keine. Da! Schwächen, Mimik. Das heißt, es ist kein Mimik. Ja, denke ich auch. Ja, also Zwillinge oder Moroi. Und dann wären es eben auf Level 5 und Moroi wäre Buch. Oh, er hat Licht angemacht. Buch oder EMF. Oh, er bewegt EMF. Die Tür und hat Licht angemacht. Okay. Dann lass mal gucken. Ich habe halt nur eine Kamera hier. Genau, wir rennen jetzt direkt in den Flur, in den Schrank und warten dort. Und du musst dein Licht ausmachen, gell, sonst kommt der, weil es zieht ihn an. Okay, komm. Hier rein. Weil das EMF macht auch was, ne? Das müssen wir auch gleich nochmal checken. Und du darfst nichts in der Hand haben. Nichts in der Hand haben, okay. Oh Gott, halt's zu in den Schrank. Okay. Meinst du, es war ein Event oder ein Hand? Es war ein Hand. Okay. So. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, steht was im Notizbuch. Let's go. Ja. Geil. Es ist das Geisterbuch, ein Moroi. Es ist ein Moroi. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten die Geisterbox vor die Haustür legen, dann kommt der und dann machen wir ein Foto. Wo liegt die denn? Gute Idee. Wo liegt die denn? Im Kinderzimmer auf dem Regal liegen. Oh Gott, okay. Oh. Hä? Der hat die automatisch weggeschmissen. Ah, warte mal. Hey, oh, wie gemein, das geht nicht mehr. Die hast zu jetzt. Echt? Oh, nee, hab sie. Gut. Dann leg sie mal rein. Aber sie ist zu. Ja, die ist kaputt jetzt. Passiert sie mal? Nee. Geht. Läuft die Musik? Sie ist an. Nee, ich muss, aber man muss sie anmachen wahrscheinlich. Oder? Oh. Ah, oh, ja, können wir ein schlechtes Foto machen. Ja, deswegen warten wir kurz. Und dann machen Hoppala. Wir die kurz, gehen wir beide rein, machen an, legen es auf den Boden. Du musst es mit F auf den Boden machen, sonst huntet der, glaub, direkt. Ja? Nein, das war nur ein Event. Ah, okay. Okay. Aber wie, warte mal, wie sollen reingehen? So, wie mache ich die jetzt an? Kann mir jetzt jemand nochmal sagen? Läuft die nicht, warte mal ganz kurz. Moment. Wenn man sie mit F platziert, glaube ich, oder? Nee. Ganz kurz. Wenn man sie hinlegt, läuft er doch zu der Musikbox. Genau, das heißt, ich muss die anmachen und dann hinlegen. Ich weiß, wir können sie nicht hier mehr hinlegen und uns im Schrank verstecken und dann von da ein Foto machen. Hm. Eigentlich, oder? Ach, wir haben zu wenig Sanity. Deswegen geht es nicht. Man kann die nicht mehr mit zu wenig Sanity betätigen? Leider nicht, schade. Hä, ist das neu? Nee, ist teilweise auch bei den Tarotkarten so. Hä, wenn man zu wenig Sanity hat, kann man jetzt die Gegenstände nicht mehr nutzen? Genau, also auch bei den Karten steht dann immer. Warum? Ich weiß nicht, voll schade. Hä, das ist doch richtig bescheuert. Ja. Also, das ist wirklich doof. Ja. Ja. Also, jetzt ernsthaft? Ja, ich glaube auch. Ja, ist aber schon länger so. Aber lass uns gehen, ich bin glücklich mit unserer Auslese. Would it be nice when we together? Guck mal. Say cheese. Guck
Guck mal, voll süß hier. Es hat etwas ins Buch geschrieben. Diese Post-its. Süß, gell? Ja. Hast du eingetragen? Das Geist. Es hat etwas. Na, stolz. Ja. Nochmal, es hat Spaß gemacht. Ja. Oh yeah. Initialisiere. Oh ja, bitte ein Level up. Bitte, bitte, bitte. Und bitte ein Level up. Guck mal, wie viele Punkte wir kriegen für Fotos. $5. Boah, täglich findet Geistertipone raus. Yeah. Gib mir Punkte, Punkte, Punkte. Oh yeah. Oh yeah. Wir haben jetzt ein Parabol-Mikrofon. Geil. Nice. Ich habe eine Kamera-Update. Nee, oder Kamera an sich freigeschaltet? Soll ich das mal kurz. Ja, das ist nice. Wenn das Parabolmikrofon Lust jetzt bekommen, genau, und die verbundenen Kopfhörer in Verwendung sind, können Geräusche von weiter weg wahrgenommen werden, als man sie normalerweise hören könnte. Dann nehmen wir doch mal eins mit, oder? Ja. Ja. Kaufen, hinzufügen. So. Weiter. Passt. Dann können wir eigentlich direkt... Muss ich sonst noch was hinzufügen? Nö. Ich würde sagen, machen direkt das Edgefield Roadhouse auf, natürlich... fortgeschritten. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen, dass wir den schneller ermitteln, weil wir haben keine Pillen. Warum? Okay. Dann machen wir jetzt einen auf Let's go. Ja. Hier sind, glaube ich, die Bücher-Upgrades. Guck mal. Wo? Ist ein Notizblock, dann Buch und dann ein Buch mit Pentagramm. Ah, genau. Nice. Ja. Cool. Hier unten auch. Mhm. Mikros. Und die Taschenlampen. Und voll die Sennheiser-Richtmikrofone da. Ja, für Podcast. Cool, die großen Taschenlampen sind geil. Guck mal, die sind auch mehr als die alten, die wir hatten. Die machen, glaube ich, richtig viel Licht. Ja, krass. Ist voll traurig, und wie wir so Windows-Shopping machen. Das heißt, Knicklicht ist quasi eine alte Version und dann... kommen die, die wir eh hatten und die Stufe 3 hatten wir alle. Okay. Also die Stufe 3 Items hatten wir im echten Game auch nie. Guck mal, auch die Sanity-Pillen. Ich habe den Kiefer gar nicht mitgenommen und fotografiert aus dem Bad. Guck mal. Verdammt, ja. Okay, let's go. Ja. Ach, du siehst meine Sachen. Was, ich glaube, ja. Hast witzig. Du drei Sachen hier? Ja. Halloween, ja. Winter Kerzen. Und Ostern. Sind die Kerzen? Ja, Lara, da hast du mich einfach komplett allein gelassen. Ist die Hand neu? Die Hand ist neu. Die Affenpfote, ne? Die ist geil. Da kriegst du quasi, da musst du dir einen Wunsch. Kenn ich nicht. Also du gibst quasi immer etwas auf. Du musst sagen, I wish. Und dadurch kann es sein, dass dein Freund wieder zum Leben erweckt wird, aber du siehst dann nichts mehr und bist blind und so. Das ist voll interessant. Lol, nice. Die ist cool. Ja. Du hast mich allein gelassen, die ganze Zeit über. Ich bin wieder da. Nein, Spaß. Okay, wir gehen rein. So, wir gehen rein. Also, ready. Let's so, go. Wir raiden den Geist jetzt. Wir spielen seit Day One und ich war zuletzt fast Level 600. Mhm. Ich habe halt nur, das sind die neuen Updates nicht gespielt. Also die Affenpfote ist das Einzige, was ich nicht kannte. Die Affenpfote. Ah, ich hab die ganze Zeit in deinem... Ich dachte, ich war gemutet. Ach so, mach doch nichts. Ach Quatsch, ist doch nicht schlimm. Dein es hat sich komplett natürlich und smooth angehört. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht so eine. Ja, okay. So, wie heißt er denn? Hier, warte. Wo ist er denn? Mann. Aus 66% sagen, dass wir sterben werden im Chat, ne? Möchte ich ihn noch mal highlighten. Ey, ihr seid richtige Schweine. Wo steht denn der Name? Auf Barbara J. Jackson. Ja. Hier auch. Ja, J und dann war das doch eigentlich Überblick. Ja, hier, genau. Die Barbara. Barbara. Ach, wunderbar. Barbara. Barbara Streisand. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Heißt denn sie in der Reiter neue Outfits? Was hast du nur dabei, sag mal? EMF und Thermometer. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier unten? Ja. Gib uns ein Zeichen. Hast du gerade die Tür? Sorry, ja.
Wir müssen unbedingt Strom anmachen. Ich brauch mehr Strom. Ja. Du rufst mich an und fragst mich, wie es mir geht. So. Und dabei bist du schon viel zu spät. Ist an. Gib uns ein Zeichen. Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Der ist eigentlich super selten im Keller, ne? Ja, voll. Geist, gib uns ein Zeichen. Eigentlich ist Keller am Grund, ist gruselig. Ich auch, ich hasse das, wenn die dort sind. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Sonst hole ich gleich mal die Kamera. Gib uns ein Zeichen. Boah, wie viel Bäder hat das? In der Garage können wir uns auf jeden Fall verstecken. Nice, oben auch. Gib uns ein Zeichen. Boah, wie viel Bäder hatten das hier? Gib uns ein Zeichen. Wie viel Bäder sind hier denn? 5 Stück? Gib uns ein Zeichen. Kiefer hier. Ah, nice. Okay. Schranken verstecken. Gib uns ein Zeichen. Oh, hier irgendwo. Oh. Hier. Was, oben die Tür? Ja, hier. Geil. Hier gib uns ein dran. Zeichen. Ja, hier. Oh, leck, O4. Alter, das ruckelt so. Oh, ich habe ja auch Atem. Der ist hier. Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Okay, ich mache mal Buch. Ja. Lass mal schnell alles andere holen und dann mal schnell die Kamera und alles hier reinpacken. Schreib in das Buch. Oh Gott, oh Gott. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Er hat hier Licht angemacht. Okay. Dann schmeiß ich mal kurz Wie alles alt hierher. Bist du? Der redet schon, ja, wenn ich dann. Ja. Nice, wir haben den Raum. Das ist das very good. Die Alten. Ich bin oldschool. Oh, süß. So, dann kannst du mal die Lichter mitnehmen. Also das brauchen wir noch unbedingt. Okay. Genau. Okay. KK. Los, raiden! Ich hab's jetzt schon geknickt, ne? Ist das jetzt so das passt, du musst es immer auf links dann schütteln. Ey, auf links? Oder auf rechts oder so, glaube ich. Wenn es leer ist, aber erst. Ah, wir haben Orb. Witzig. Im Herb. Das haben sie nice gemacht. Wir haben ein. Hast du die Kamera in der Hand? Ja. Nice. Okay. Oh, Fingerabdrücke! Geil. Holy moly, es geht ja richtig steil hier. Also. Und noch kein. Ah, wir haben Gefrier. Wir haben auch Gefrier. Was? Ist unter Null. Wir haben auch Gefrier. Wir können kurz raus. Geil. Lal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 
Es war ein Handtuch. Komm, machen direkt Rich View Court. Wir machen die alle Rich durch jetzt. Yay. Nice. Ich habe Bewegungssensor und $500. Geil. Spar noch. Kruzifix kann ich eigentlich nehmen. Oh, wir müssen Kruzifix holen. Wieso kann ich. Wir können eine Kruzifix holen? Ich bin Level 5, du bist Level 8. Was? Kruzifix ist da. Ich hab 2 hinzugefügt. Nice. Hast du ein Update bekommen, oder wie? Hä? Ach, wir hatten es schon die ganze Zeit. Das habe ich ja gar nicht beachtet. Oh. Okay, dann ready. Let's go. Ich will direkt die nächste machen. Das macht richtig Bock gerade. Gibt's noch was Neues, Spannendes in der Lobby? Ich glaube nicht. Keine Jumpscares mehr? Nee. Wenn wir die Runde noch rocken, machen wir die nächste mal Profi, okay? Ja, bitte. Okay. Dann einmal bereit drücken. Bereit. Steht. Nice. Nice, nice, nice. Es gibt jetzt Weekly-Aufgaben, oder was? Ja. Voll süß. Prison. Können wir auch ausprobieren. Der redet so cool. So, Kruzifix. So, Luke Robinson. Yes, haben wir alles. Passt. War das Kruzifix echt schon immer da? Taschenlampe, das und Box hat bei mir nicht funktioniert bisher. Kruzifix? Naja. Habe ich die nur nicht beachtet? Vielleicht hattest du es gerade bekommen als Upgrade. Ich glaube auch, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab mein Espresso vergessen. Oh, Girl. Aber trink jetzt keinen mehr, weil dann kann man nicht mehr schlafen. Mm. I tell you this. Das ist wirklich krass, wie lange eigentlich Koffein noch im Körper bleibt. 360 for a milkshake. Was im Körper bleibt? Koffein. Ich hab gerade Kokain verstanden, what the fuck. Das auch. Aber dies wissen wir nicht. Dies wissen wir nicht. Dies müssen wir unsere Kollegen fragen, dein Spaß. Das Ding ist, bei Koffein, ich kann tatsächlich bei Koffein schlafen. Ich glaube aber, das ist auch so ein ADHS-Ding, weil ich komme von Koffein tatsächlich total runter. Der ist bei manchen so, das ist voll interessant. Ich bin immer aufgedreht und von Koffein entspanne ich irgendwie. So sicher, dass wir von Koffein sprechen. Nein, haben wir hier irgendwo die Koffein Season. Sicherung. It's Koffein Season. Koffein. Sarg Season. I need a big boy. Oh, was war das? Warst du das? Was? Das mit der Gitarre? Habe ich gemacht, ne? Ah, okay. Ich glaube, er hat gerade irgendwas geschmissen. Gib uns ein Zeichen. Und Kellersicherung oder so. Wir haben nicht so viel Zeit, ich hab Angst. Gib uns ein Zeichen. Garage. Gib uns ein Zeichen. Ich geh mal kurz. Türen sind ja egal. Hier genau. Ich geh kurz runter in einen unangenehmen Keller. Gib uns ein Zeichen, bitte. So wie vorhin. Oh, wir haben. Boah, ist der Keller ätzend. Gib uns ein Zeichen. Ich habe die Sicherung angemacht. Sicherung an. Schränke in der Garage sind auf jeden Fall zum Verstecken. Gut. Sicherung ist an. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Okay. Dann nochmal hoch. Okay, wir gehen nochmal hoch. Ah ja, genau, soll Lichter machen wegen Sanity. Oh, warst du das? Ich dachte, der hat dir irgendwas hingeschmissen gerade. Oh ja, hier ist ein Bilderrahmen. Oh nice, wo? Ja. Bist du hier? Ja. Oh, 5. Wir haben 5, eben F5. Okay, dann schmeiß ich das mal hier hin. Schreib in das Buch. Okay. Die Bunzen zächen. Noch gar nicht dunkel. Okay, so, wir haben jetzt einmal EMF, ne? Ich nehme mal einen Kruzifix mit, schon mal. Und ein Knicklicht oder was? Ja. Kniggelichti, ja. Nice. Knickel. Ich pack schon mal die Kamera rein.
Okay, der hat hier auch gerade was umgeschmissen. Weiche von mir. Ist hier ein Orb? Nee. Wo schmeißt der rum? Hörst du das? Na, EMF haben wir ja. Pack mal das hier hin. Der schmeißt gerade richtig viel, ne? Bist du hier? Ja, das war Geisterbox. Das warst du. Nein, nein, was? Das war Geisterbox. Der kann noch nicht richtig mit uns reden über die Dinger. Was war denn das? Was kam denn da für ein Über Radio raus? Funkt der uns noch an, weil wir... Das klang wie exhausting oder so? Genau, weil wir haben noch eine schlechtere Geisterbox. Ich glaube, später reden die wieder mit uns. Nur weil die Geisterbox Level 1 ist. Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht, frag ihn nochmal. Das klang ja voll doof. Das ist ja viel krasser, wenn du das... Ja. Ja. Nein. Run. Okay. Na gut, also Box und was hatten wir noch? EMF, ja? Mhm. Was kann es denn dann sein? Es kann nur noch Gespenst, Spirit und Zwillinge wieder sein. Zwillinge Zwillinge sind Gefriertemperaturen. Buch. Spirit ist Buch. Spirit ist Buch. Und Gespenst ist Dots. Die Dots. Ich würde sofort aus der Nachbarschaft wegziehen, wenn ich wüsste, dass hier so ein Kackgeist ist. Haben wir eine Kamera aufgestellt? Ja. Ah, da. Genau. Licht ist an. Ja, ich mach's mal aus. Hat der Fernseher angemacht? Der hat den Fernseher angemacht. Was könnte das für ein Geist sein? Der sucht sich ja voll viel Strom. Boah. Ja. Oh. Also der schmeißt auf jeden Fall gut um sich. Ja. Der hat mal Licht Bock. Aus hier. So. Soll ich die Kamera ein bisschen näher holen oder? Ich stell die mal hier hin. Warte, vielleicht. Meinst du, die dort reichen? Ja, ich überlege gerade, ob wir die Kamera hinstellen. Vielleicht einfach hier. So. Blub. Ich glaube, das müsste passen. Dann lass mal raus und klupschen. Müsste das Buch aber vielleicht auch mehr hier hinpacken. Schreib in das Buch. Und Gefriertemperatur. Was wäre das denn? Dots, Buch, oder? Genau, Gefriertemperaturen, die haben wir auch noch nicht. Ja. Ups. Nee, die geht auch nicht runter. Dann lass mal draußen glubschen. Ja. Oder EMF haben wir ja, ja. Okay. Let's looky looky. Okay, er hat gerade die Kamera gewechselt, hast du gesehen? Ja. Mach mal Taschenlampe aus. Soll ich die Kamera noch ein bisschen mehr drehen? Weiß nicht. Ja, man hat halt so einen kleinen Ausschnitt jetzt nur, ne? Ich dreh die mal kurz. Lol, er hat sich umgeschmissen so halb. Oh, jetzt sehen wir mehr, oder? Nee. Jetzt ich dreh jetzt mal. Aber. Ich... Oh, jetzt ist die ganze runtergefallen, lol. Hä? Bei mir nicht? Ich hol die nochmal. Ich heb die nochmal auf. Gib uns ein Zeigen. Okay. Ich hoffe, dass er überhaupt da an der Ecke ist. Ah, da muss ich schnell wieder eingestiegen bin, oder? Ich glaube, ich habe das auf Video. Kann das sein? Was meinst du? Ah, ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du bist noch drin. Was meinst du? Sorry, es war mein Stuhl. Was? Das war wirklich mein Stuhl. Das war mein Stuhl. Das war mein Stuhl! Wirklich, das war mein Stuhl! Das war mein Stuhl! Ey, also so laut furzt sich dann auch wieder. Das war auch mein Stuhl! Das war richtig, Alter, das klang so mega furzt, ey. Das war mein Stuhl, wirklich! Mein Arsch und ich wissen die Wahrheit, das war mein... Ich niemals glaubte, dass irgendjemand
jemand. Es war wirklich mein Stuhl. Schön, vor du telefonierst mit deinem Crush und aber auch so. Pff, so ein Stuhl. So erstes Telefonat, weißt du. Das war mein Stuhl, wirklich, ich schwöre. So der Polterscheiß. Ich dreh mal kurz durch alles um, denn ich habe nicht gefurzt. Es amüsiert euch alle zu sehr. So. Gib uns ein Zeichen. Boah, ist voll heiß hier. Der ist weggegangen. Hier geht's wieder runter. Der hat sich bewegt, der Geist. Oder? Ich habe hier keinen Atem mehr. Nee, ich glaube, der ist woanders hingegangen. Ich glaube, der hat sich verpieselt. Gib uns ein Zeichen. Ich komme. Ist er nach hinten gegangen? Gib uns ein Zeichen. Nimm mal diesen Audiosensor damit. Ich glaube, der hat sich verpieselt. Hört man jetzt hier was durch? Hier vielleicht. Ja, du müsstest jetzt irgendwo hören, wo er mehr... Oder hat er... Nee, der ist weggegangen. Oh, jetzt hat er wieder geschmissen. Strom ist aus. Strom ist aus. Er hat doch gerade wieder was geschmissen. Ich mache jetzt mal das mehr hier Warum hin. Warum höre ich denn nichts? Jetzt habe ich wieder hier Atem. Ich glaube, der ist jetzt hier in dem Raum. Ich mache jetzt mal hier die Kamera hin und drehe die Dots mal einfach hier so allgemein. Ja, jetzt schmeißt du wieder in die Richtung. Bam. Hat der was geschmissen hier? Ja. Schreib mir das Buch. Jetzt ist er wieder da. Gott. Sag mal was. Yeah. Hallo. Man hört, das dämmt voll. Hast du denn diesen Audiosensor mal in der Hand gehabt, den neuen? Ja, voll witzig. Es hört sich so an, als würde man Aber so was hört durch. Man denn dadurch? Du hörst der die Geräusche hat... viel mehr. Also was er quasi macht. Wenn er irgendwas umschmeißt, hörst du es lauter. Als ob man eure Packs im Ohr hat, so. Oder genau. Neues Canceling Kopfhörer. Was könnte es denn noch sein, außer Buch und Dots? War es nicht auch Fingerabdrücke? Nee, Dots, Buch oder... Dots, Buch oder... Gefrier. Und ich glaube, es sind Gefrier. Wir haben ja auch die Wölkchen. Nee, weil Gefrier ist gerade 20 Grad tatsächlich. Ist voll warm. Hm. Aber dann verstehe ich diese Wölkchen nicht, ganz ehrlich. Ja, auch nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn. Unnötig. Dots Buch oder Kälte. Also ist voll scheiße. Das war vorher viel besser. Ja. Also Kälte, weiß ich nicht. Hm. Also so ein paar Sachen sind bei dem Update jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es mit dem neuen... Was los? What the fuck? Ey, manchmal dreht sich meine Kamera so ganz nach oben. Oh, crazy. Ich denke tatsächlich, dass die mit den neuen Gegenständen, dass es cooler wird. Ja. Komm, wir gehen noch mal rein. Wir treten ihn noch mal. Okay. Wir müssen jetzt raus. Moment. Ich diskutiere gerade mit meinem Partner, weil er wollte, dass ich ihn abhole. Aber ich wollte eine halbe Stunde eher Bescheid wissen. Okay, und es ist er immer... sagt Bescheid, wenn du ihn abholen musst. Ich frag ihn mal, es ist immer dasselbe. Moment. So. Oh. Hier ist der irgendwo. Du hättest echt für das Spiel synchronisieren müssen. Oh. Das vermisse ich ganz arg, dass das nicht passiert ist. Gib uns ein Zeichen! Schreib in das Buch. Ich leg das Buch nochmal hier auf den Tisch oder so. Schreib in das Buch! Ihr habt jetzt rumgewütet als letztes. So schwer zu sagen. Grad, ja. Hä? Wo der ist, hä? Sinkt es? Es muss unter Null, ne? Ja. Oder so unter 5 oder nee, unter 0. Ja, es muss unter 0 sein. Hm.
Steigt sie oder? Komm mit rein. Und steigt die jetzt? Komm mit rein. Ja, jetzt steigt sie wieder. Komm mit rein. Okay. 3, 2, 1. Schreib in das Buch, mach irgendwas. Oder haben wir irgendwas Falsches gesehen? Nee. Vielleicht ist er mit dem E. Oh, fuck my life. Oh. Der Kill geht auf meinen Freund, der hat mich abgelenkt. Mann, jetzt bin ich wegen dir gestorben. Mann, nein. Oh, so unnötig. Ich wollte gerade eben F checken. Ich trage jetzt Temperatur ein. Ach, Dots kann man mit F ablegen. Zählen Dots sonst nicht? Zählen Dots sonst nicht? Dann nehme ich. Ich nehme Dots. Weil es ist weder Bo- was war das? Es ist weder Buch noch Dots. Und das Thermometer war schon auf 0 gerade. Okay. Okay. Oder? Oh. Ja. Okay, Dots muss ich nicht mit F ablegen, gut. Okay, ich fahr. Ja. Wir haben noch ein Tier, Dots, leider, ja. Kanuchi. Ich bin gestorben! Ich bin dead. Mein Freund hat mich abgelenkt. Was? Der hat mich abgelenkt. Aber war es denn jetzt ein Zwilling? Ja, doch. Tatsächlich. Gornet. Okay, Dots musst du nicht mit F ablenken. Okay. Ja, ich muss man die Gegenstände immer. Nee, die muss man nur kaufen, wenn man gestorben ist. Ja. Ich habe schon alles vergessen. Guck mal, ein paar Monate nicht gezockt und zack. Ja, du hast sogar unseren Song vergessen, Girl. Ja, hab ich wirklich. Stimmt, wir hatten noch einen Kruzifix, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles verloren habe. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Taschenlampe hinzufügen, kaufen. Kaki. Hinzufügen. Taschenlampe. Dann brauche ich noch. Haben wir jetzt Kruzifix? Nee. Guck mal, das kann man doch hinzufügen, oder? Ja, tatsächlich. Dann kaufe ich jetzt 2. Hinzufügen. Ich kann's nicht, ne? Ja. Genau, ich mach das jetzt so. Wenn du weiter bist als ich, okay. Dann machen wir noch ein Fotoapparat. Oh Gott, Entschuldigung, ich stelle dir voll ins Ohr. Quatsch, Alter. Easy. Einfach Ripperoni. Immer noch so müde von der Lebenskunst. Ripperoni. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Taschenlampen. Ach, Taschenlampen haben wir voll viel. 2. Taschenlampe hinzugefügt. Kruzifix habe ich keins. Muss ich jetzt kaufen. So. Jetzt habe ich doch noch irgendwas entfernen. Und dann mache ich nochmal hier 1, 2. Ah, die sind so teuer. Okay, krass. Hinzufügen. So, es müsste jetzt eigentlich alles passen. Ja. Okay, Bewegungssensor machen wir aber auch noch einen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf Mamas Nacken. Ist ja so teuer. Ich freue mich, dass du jetzt die Sugar Mama bist. Ja. So. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Nice. Was wollen wir denn machen? Prison? What? In Weekly? Was, wo? Wo sieht man denn die Weekly-Aufgabe? Ich guck gerade mal. Wo sieht man das denn? Gute Frage. Und was bedeutet das mal 18 und mal 2? Oben. Wo bist du gerade? Ah, hier. Hier, guck mal auf dem Board. Hier bei den Maps. Da steht rechts mal 18 mal 2. Ach so, das ist nur wie groß, wie viel Zimmer es hat und oder wie viele Räume oder Stockwerke. Aber wir haben noch gar nichts ausgewählt. Ich habe meinen Post-it. Nee, ich glaube, du bist gerade mit der Maus drüber gehovert, oder? Nee. Oder? Ah, jetzt, okay. Ja, lass mal das Farmhaus machen nochmal. Wir machen dann Freitag die anderen alle. Die sind noch ab. Ne? Da habe ich dann noch mehr Zeit. Da gibt es dann keine Queen, die vielleicht abgeholt werden will.
Standardgasse. Ey, das ist der Bewegungssensor jetzt weg. Ja, aber wo steht die Weekly-Aufgabe? Die Weekly, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr euch die Regeln selbst macht, bekommt ihr deutlich mehr XP. Ihr könnt zum Beispiel die Pillen auf Null stellen, weil ihr die eh noch nicht habt. Naja, aber dann huntet der ja auch schneller. Oder was meinst du? Du kannst... Ach so, stimmt. Die Weekly-Aufgabe sehen. Ah, okay, stimmt, kann ich machen. Das machen wir nächstes Mal. Ja, okay. Okay, dann gehen wir rein, dann sehen wir auch die Weeklies. Die Weeklies, du musst ready machen. Ja. Am Tisch beim LKW sind zwei Klemmbretter. Da sehen wir das. Die Weeklies. Ah, da gibt's ein Klemmbrett, hätten wir sehen können. Klemmbrett. Schön. Es schneit. Also, tägliche Herausforderung. Finde den Geistertyp heraus, haben wir. Erreiche 0% der geistigen Gesundheit, vervollständige Aufgaben, spiele auf einer mittelgroßen Karte. Wöchentliche Herausforderungen, schließe perfekte Spiele auf Albtraum oder wenige ab, zeichne paranormale Geräusche mit dem Parabolmikrofon auf. Schließe 3 Sterne Fußabdrücke-Fotos, schließe den Herausforderungsmodus ab in Prison. Was wolltest du machen? Spiele auf einer mittelgroßen Karte. Das finde ich richtig geil, dass es jetzt Dailies gibt und so. Ja, ist voll süß. Das ist mega, mega nice. Oh, ich habe hier schon. Ach, stimmt, klar, habe ich hier Gefrieratem. Ist ja auch kalt draußen. Was ist denn perfekt? Mit allen Nebenaufgaben? Ja, ich glaube alles. Schieße 3 Sterne Fußabdruckfotos. Schieße den Herausforderungsmodus ab in Prison. 5000? Gibt es. 5000 gibt es für Prison. Hm, krass. Das ist sehr nice. Wir müssen an die Kruzifixes denken, ne? Ja. Ich habe wie immer eben F und Kamera diesmal, weil vielleicht sehe ich ja Dots, dann haben wir schon voll die okay. Erleichterung. Ich habe Box und Buch. Nice. Okay. Is graceful. Oh, ich freue mich schon wieder. Noch 3 Monate, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Boah, ist das hier dunkel, Alter. Oh, ich habe Orbs. Hier. Hier sind Orbs. Geil. Wir haben Orbs. Orbs. Okay, cool. Schreib in das Buch. Boah, ist echt viel wert mit der Kamera. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Hier waren die Orbs. Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Was ist, wenn das rote Geisterlämpchen die ganze Zeit leuchtet? Oh. Dann heißt es eigentlich nur, dass er das empfängt. Interessant. Gib uns ein Zeichen. Was sagt denn ein EMF? Noch nix. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott, es ist dunkel mit der Taschenlampe. Soll ich mal Dots holen? Er kann auch in der Küche sein, ne? Aber ich habe die Orbs ja... Oh, endlich dann gemacht. Ich hab einfach nur Strom angebracht. Ah, nice. Hier in der Küche ist auch Gefrierbrand, ne? Aber die Orbs waren ja draußen im Flur. Du bist schon im Van, du Schwein. Ja, ich guck gerade, der Orb ist jetzt weg. Aber ich hab 100% einen Orb gesehen, Leute, ne? Ja. Wieder diesen Bug mit der Kamera. Ich würde ganz kurz mal die Dots reinklatschen. Ja, und ich nehme Finger. Und vielleicht noch hast du noch Platz für einen Kruzi? Ich habe jetzt Fingerabdrücke und Temperatur. Okay, nice. Wirst du die Kamera gesehen, ja? Yes. Okay. Oh, hoch. Temperatur geht ja auch erst nach einer Zeit, nachdem wir die Heizung angemacht haben, ne? Mhm. Guck nochmal durch, vielleicht also ist der jetzt wirklich... Recht low. Vielleicht ist der wirklich weg jetzt, der Sack. Ich mach mal kurz hier Licht aus. Temperatur ist gleich auf 0. Wie mach ich denn die hier aus, die dumme Lampe? Weißt du, wo ich die Lampe hier ausmach? Weiß, am Eingang wahrscheinlich. Hier sind überall Gefrierwölkchen. Hast du hier überall Licht angemacht?
Hast du in der Küche Licht angemacht? Ja. Okay. Also hier senkt die Temperatur auf 0. Mhm. Ja, hier ist der Orb. Was bist du? Doch, hier ist der Orb. Genau hier vor mir. Echt? Sind das nicht die Wölkchen? Nee, ganz sicher. Hier sind die Orbs. Ist kein Hand. Oh, ein Event. Hast du der gesehen? Ist hier, genau, der ist hier. Auf jeden Fall. Wo denn? Da steht er doch, hier. Da. Also der ist, die Orbs sind auch 100 pro hier. Ich hab's genau gesehen jetzt. So, also auf jeden Fall. Okay. So, und die Kamera habe ich ja... Oh, genau. Warte, was? War ein Ball. Wo ist der? Gib uns ein Zeichen. Nochmal, bitte. Oh, fuck you. Hast du das? Nein. Ja, wo schmeißt er denn Sachen weg rum? Bleib bei ja, mir. Ich habe gerade hier was empfangen. Wir gehen zusammen, Hand in Hand. Ja, im Strand, über den Dönerstand. Gib uns ein Zeichen. Also, es bleibt so bei 0,5. Genau, wenn du durch die Orbs guckst, die sind... Aber es fällt nicht drunter. Ich hole einen Kruzifix. Die sind... Jetzt wieder hier hinten. Also, der ist auf jeden Fall hier. Ja. So, jetzt hat er wieder Licht angemacht. Ich guck mal durch die Cam. Wo hat der Licht angemacht? Wo ist der Lichtschalter? Alles okay bei dir? Yes. Ist da Licht an? Ja, wo ist denn der Kacklichtschalter? Ich finde ihn nicht. Ah, ich hab ihn. Ich würde jetzt gerne raus. Ja, ich sehe auch den... Boah, es ist dunkel. Furchtbar, sieht man gar nichts. Oh! Ich glaube, dass auch vielleicht Fingerabdrücke sein könnten, weil der die ganze Zeit Licht an- und ausmacht. Da liegt das Knicklicht, ne? Ja, shit, das habe ich jetzt verpasst. Was ist es denn, Orb? EMF hattest du, ne? Ja. Ich nehme mal, was haben wir denn noch hier? Ich glaube, wir müssen mal die Kruzifix EMF mitnehmen und die drinnen reinballern. Genau. Kruzifix okay. Ist eh schon drin, oder? Fixen. Nee, ich habe eins in der Hand auf. Okay. Ist noch keins drin. Aber wir hatten noch zwei. Ah, nice, okay. Baller mal eins hier direkt hin, wo das Dots hin zeigt und ich hier, weil hier tun immer die Switchen. Sonst. Und ich mach hier. Ja. So, gucken, ob irgendwo Fingerabdrückchen sind. Gib uns ein Zeichen. Das ist der Temperature. Alter. Der wollte gerade handeln, ne? Ja. Oh, oh. Aber ist jetzt nur eine Ecke ab oder komplett? Das weiß ich nicht. Okay. Es leuchtet rot. Gib uns ein Zeichen. Weil es so ein Loading ist. Ja. Das heißt, das eine ist verbrannt. Wo liegt denn das andere? Hier vorne. Habe ich es hingeschmissen. Wo? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Da. Ja. Gib uns ein Zeichen. O3. Oh, fuck. Nein. Nein! Sieht doch immer so wenig mit dieser Taschenlampe einfach nur, echt. Ich hab nicht mehr gesehen, wo ich bin. Wir müssen echt künftig immer direkt abmachen, wo ein Spot ist zum Verstecken. Das ist ja furchtbar. Oh Mann. Scheiße. Also wir hatten... Was hatten wir denn überhaupt? Wir hatten Orbs. Sonst nix. Der war kacke. Ich würde fast, wenn ich jetzt tippen müsste, sagen...
EMF oder Ultraviolett, das ein Obake ist, weil er hat so oft Licht angemacht und Sachen geschmissen. Super low, ne? Was kann es denn sein? Ops. Dots. Ah, nice. Das können doch so viele sein. Yokai Raichu, Banshee Yurai irgendwas. Okay, Yokai, ich glaube, Raichu. Es muss EMF sein, weil ich... Yokai wäre... Box, Raichu, EMF. Ich glaube, es ist EMF. Banshee Yurai. Fingerabdrücke, Yurai. Gefrier. Oder dieser Teil. Ja, Lara hat gerade noch Dots gesehen. Yurai wäre Gefrier. Und Yokai. Weil Box. Kann halt auch Box sein, ne? Aber. Shit. Oder halt Ultraviolett kann es aber nicht mehr sein. Weil Ultraviolett ist kein doch, ist auch ein Banshee, ne? Dann machen wir Banshee, oder? Sanity. Ja, ich sag Yurai. Ich sag Yurai, ich meine, es war schon auf null ungefähr die Temperatur, ist aber nicht weiter runtergegangen. Aber die Sanity war low. Oder Gefrier. Soll ich ein Foto von ihr machen? Sprich zu mir aus der Welt der Toten. Ja, wenn du das schaffst, gerne. In der Küche direkt rechts. Oder Mimik, ne? Ah, ich würde trotzdem sagen, dass es vielleicht wirklich... Ich glaube, dass es jetzt ihr Tod sein könnte. Oh. Da bin ich. Oh, 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 Glück gehabt. Oh Gott. Man kann auch nicht mehr so lange sprinten, ey. Uff. Okay, wir sagen Yurai auch. Kamera liegt anders. Warum tippen denn so viele auf Banshee? Ja, ne, weil Ultraviolett. Ich glaube auch, dass Ultraviolett ist, ganz ehrlich. Der hat so Licht auf Licht angemacht. Sie schwächen, bevor sie angreift. Er hat meinen Kollegen getötet, wir sollten gehen. Lies mal den Post-it. Es hat meinen Kollegen getötet, wir sollten gehen. Was tippst du denn, Banshee oder? Banshee, weil er so oft Licht angemacht hat. Aber bei Banshee steht das doch gar nicht. Fingerabdrücke, Ultraviolett. Bist du sicher? Ist das wahr? Nee, aber es sagen auch alle im Chat. Bei Yurai senken ja auch die Sanity. Die Sanity war schnell unten. Banshee. Ach, ich sag jetzt auch Banshee, mein Gott. Nee, ist jetzt Yurai oder Yokai oder was auch immer ich ausgewählt habe. Hallo Knechti. Ja, Banshee. Ja, nice, ey. Es war korrekt. Mann, ich sterbe jedes Mal. Wir müssen echt beim nächsten Mal gucken, dass wir immer direkt einen Hiding-Spot haben. Ja. Und dann lass uns auf jeden Fall Freitag wieder zocken. Hat voll Spaß gemacht. Ey, bitte. Ja, voll. Ey, überleg mal, wie wir das früher 7 Stunden gemacht haben. Ey, das war so geil. Deswegen lass uns mal die ganzen neuen Gegenstände zusammen freischalten. Check gern Lara unten in der Beschreibung ab. Ihr seht uns wieder. Tipps und Tricks bitte in die Kommentare. Die binde ich dann nächstes Mal ein und lest dir dann die wichtigsten Tipps und Tricks in der nächsten Folge durch. Und eure Meinung zu Phasmo. Ich bedanke mich. Erklärt uns auch gerne die neuen Level-Gegenstände und wir sehen uns. Ara, ara.